Von Hochimster aufs Alpjoch auf, da sind wir nicht ganz die Einzigen. Da sind wir schon gestanden, aber der Michael hat inzwischen seine Fahrkarten ins Auto gelegt. Aber da kommt er. Da herum ist schon ein wenig starrer, auch wenn auf dem Weg zur Mottikopfhütten schon alle noch ein Haufen Leute unterwegs sind. Da ist jetzt schon der große Ansturm weg und da sieht man unsere Tour. Linken Berg zum Entschluss. Da können wir nicht aus, da vorne rein, oder? Der Michael, der hat ein so modernes Klump, aber heute haben wir gar keine Fotokopien nicht mehr machen können. Es riecht wunderbar nach Berg im Sommer. Das ist ein ganz spezieller Geruch, finde ich. Ein Zustiegsweg kann man auch nicht verfehlen. Und einen Sturm hat der Michael auch schon spät. Vor dem geht es noch ein bisschen um mich und nachher sieht man es eh schon. Die erste Seiling ist eigentlich ein Spaziergang, Herr Mai. Die zweite eigentlich auch, gell? Interessante Regierungsspuren, da bin ich der Erste, der Letzte. Natürlich lässt der Michael da nichts anbrennen und rennt einfach rauf. Und noch weiter oben ist noch leichter. Also so weit, man kann es nicht anders sagen, ein Bumperl-Tour. Also soweit mir das vorkommt, war die Tour nichts für im extremen Fels. Aber schauen wir mal, vielleicht sehen wir was. Aber jetzt wird es ein wenig kompakter. Schon wieder so ein Grasmantel. Ein Michael, der anstatt Fiers weht im alten Rehrbeidl, aber es riecht allweil nur nach Berg im Sommer. Keine Angst. Da müssen wir auf und da geht anscheinend wieder was zum Kraxeln her. Jetzt sind wir schon wieder zwei Seilinger weiter. Und schaut einmal, wie schnell der Michael mir da hinterher kraxelt. Ja, mei. Ist ja wirklich eine gmade Wiesen, fast wörtlich. Aber da kommt jetzt zum ersten Mal eine gescheite Sechserseiling. Die gefällt der Michael natürlich super gut. Und wie man sich denken kann, schaut es bei mir nicht ganz so elegant aus. Aber der Bohrhackl ist jetzt schon gescheit unlogisch gesetzt. Viel zu weit rechts,
Ich gehe natürlich da auf, wo es am besten geht. So, da sieht man jetzt schon die Schlusswand. Da muss man anscheinend noch mal richtig hinlangen. Ja, mei, schauen wir jetzt nichts. Das ist jetzt eine von denen zwei 6-Plus-Seilängen und die hat sage und schreibe 17 Paar Hackel. Fast nicht zum Glamm. Ja, mei, wir haben auch genug Lump dabei zum Einhängen. Und dann gibt es auch noch die Oma, eine 6-Plus-Länge. Fast schon ein wenig athletisch. Und auch nicht gerade sparsam eingerichtet. Und dann gehen wir zu Fuß weiter. Musst du nicht rechts haben, Christoph? Doch, ich glaube schon. Ah, okay. Der Michael versucht mich noch kurz vom richtigen Weg abzubringen, aber ich lasse mich nicht rausbringen. Und so erreicht man ganz gemütlich einen Gipfel von der hinteren Plateinspitzen. Ein schöner Tag in die Berg. Auch wenn Kletterei jetzt nicht ganz der riesige Knüller gewesen ist, der Michael hat sogar gesagt, der Film ist besser als wir Kletterei. Aber das, liebe Kletterer und Zuschauerinnen und jeweils andersrum und so weiter, das müsst ihr selber rausfinden. Ehrlich gesagt, für uns ist es eine Ausweichtour gewesen und das hat super gepasst. Hauptsache bewegen, dass man nicht ganz einrostet.